Und in der Hochschulgruppe Waffen der Kritik von Klasse gegen Klasse. Wie Ines und viele andere hier bin auch ich neben meinem Studium Sozialarbeiterin. Und ich wollte noch mal einen Punkt stark machen, denn ein großer Teil der sozialen Arbeit in dieser Stadt ist in der Hand von sogenannten freien Trägern wie die TJFBG. Also anders gesagt, grundlegende soziale Dienstleistungen, Jugendclubs, wie der, in dem ich arbeite, Suchtberatung, aber eben auch die sozialarbeiterische Arbeit an den Schulen ist outgesourced, ist privatisiert. Und das heißt, dass unsere Arbeit zersplittert ist. Wir sind nicht gemeinsam mit unseren Kollegen, wir werden nicht zu TVL aufgerufen, obwohl das auch unsere Arbeitsbedingungen betrifft. Das schwächt unsere Kampfkraft, das sorgt für schlechte Arbeitsbedingungen, für weniger Geld, für mehr Stunden. Und es bedeutet auch, dass der Staat sich davor drückt, Verantwortung zu übernehmen in diesem sozialen Bereich. Die Leute, mit denen wir arbeiten, leiden unter der Politik und der Staat zieht sich einfach raus, indem er das freien Trägern, häufig sogar Kirchlichen, übergibt. Wie absurd ist es eigentlich, dass das für super viele öffentliche Aufgaben gilt? Für die Reinigung an Schulen, an Hochschulen, für die Servicegesellschaften an den Krankenhäusern, wie an der Charité und Vivantes, die seit, boah, keine Ahnung, fast 20 Jahren inzwischen für die Wiedereingliederung kämpfen müssen. Ich habe, wie ja, viele andere hier, an der ASH studiert, an der Alice-Salomon-Hochschule, gemeinsam mit Ines damals. Und auch da war die Reinigung outgesourced, an dieser astrosozialen Hochschule, ne, wir kennen es, wir haben es gerade schon gehört. Haben sie sich dazu entschieden, die Reinigerinnen eben nicht direkt an der Uni anzustellen, nicht nach TVL zu bezahlen, sondern outgesourced über ein anderes Unternehmen. Das heißt, es gab prekäre Verträge, unfassbar krasse Arbeitsbelastung und schlechte Bezahlung an so einer sozialen, angeblich feministischen Hochschule. Und es ist kein Zufall, dass Outsourcing immer wieder die Jobs trifft, wo vor allen Dingen Frauen und vor allen Dingen migrantische Menschen beschäftigt sind, sondern das hat ein System, diese Arbeit abzuwerten. Damals haben wir an der ASH mit KommilitonInnen, von denen etliche heute auch hier sind, ein Solidaritätskomitee mit den Reinigerinnen ins Leben gerufen, um gemeinsam mit ihnen für bessere Arbeitsbedingungen und gegen ein Outsourcing zu kämpfen, weil eben das auch Teil von dieser Einschüchterung ist. So wie es auch das Union-Busting ist, von dem Ines jetzt betroffen ist, dient Outsourcing dazu, uns mundtot zu machen und ruhig zu stellen. Wir haben damals schon gesagt, Studierende, Lehrkräfte, ReinigerInnen, wir müssen alle zusammen für die Verbindung der Kämpfe gegen Outsourcing und Befristung kämpfen. Und ich denke, das ist das, was auch immer noch zentral ist. Und dass Ines gekündigt wurde, liegt daran, dass sie sich gegen genau solche Verhältnisse organisiert hat. Deshalb will ich euch alle dazu einladen, dass wir ein Solidaritätskomitee auch für Ines aufbauen. Wir haben mit verschiedenen Akteuren, die in dieser Kampagne jetzt schon aktiv sind, einen Termin uns überlegt und es ist der 7. September, also Donnerstag, um 18.30 Uhr im Mehringhof für ein allererstes Treffen für ein Solidaritätskomitee mit Ines. Hier heute zu stehen ist für mich vor allem wichtig, weil dieser Widerstand, den Ines zeigt gegen ihre Kündigung, uns zeigt, wie wir alle und warum wir kämpfen müssen. Wir sollen ruhig sein, wir sollen bloß die Klappe halten und unter schlechten Arbeitsbedingungen Arbeit machen, die wir wirklich gerne machen wollen. Und die Moves von den Gewerkschaftsführungen reihen sich leider häufig ein darin, ne? Wenn es schlechte Tarifverträge gibt, wenn die Gewerkschaften sich davor drücken, politische Streiks aufzurufen, sich zumindest dafür einzusetzen, dass das möglich ist, dann sehen wir, dass unsere Probleme aber auch politische und nicht einfach ökonomische Probleme sind. Das Outsourcing, der Personalmangel, die Arbeitsbedingungen, nicht zuletzt die Kürzung, sind politische Entscheidungen, gegen die wir auch so kämpfen müssen. Aber Ines hat selber gesagt, statt sich einschüchtern zu lassen und auf eine Abfindung einzulassen, will sie kämpfen, nicht nur für sich selber, sondern für uns alle. Wir sollten alle mit Ines kämpfen und auch mit und für die Kids, mit denen wir arbeiten. Weil die sind diejenigen, die betroffen sind von den Kürzungen und von dem ganzen Missmanagement der Regierung. Wir brauchen gemeinsame Streiks, wo wir an der Basis entscheiden, wie wir diese Streiks führen wollen und für was wir eigentlich streiken wollen. Die kommenden Jahre werden nicht leichter, ne? Wir sehen mehr Kürzungen, wir sehen mehr innere und äußere Militarisierung, wir sehen mehr Kriege, wir sehen einen Aufstieg der AfD und dagegen müssen wir uns organisieren als Frauen, als Arbeiterinnen, als queere Menschen, als Jugend, gegen die Bosse, gegen die Regierung, gegen den Aufstieg der Rechten, für eine kämpferische Studierendenbewegung und eine kämpferische Arbeiterinnenbewegung, die Seite an Seite, vor allen Dingen an der Basis der Gewerkschaften, unsere Interessen durchsetzen kann. Das ist, Ines-Kampf ist kein isolierter Kampf, sondern er ist Teil davon, was wir aufbauen wollen, eine klassenkämpferische und revolutionäre Kraft der ArbeiterInnen. Wir müssen uns den Bossen entgegenstellen und klar sagen, wir haben eine Welt zu gewinnen. Dankeschön, Tabea.